also Black Mask ist nicht tot? Nö. Und er hat Loeb nicht getötet? Nö. Und er hat keine Kontrolle mehr über seine Gang? Nö. Und irgendein Neuer hat seine Gang übernommen und all dieses Zeug gemacht? Yep. Und das ist der Typ, der die Wache hochjagen wollte? Yep. Und der ist jetzt im Blackgate? Yep. Und wer kontrolliert dann jetzt... Nö. Ja, lass mal den Scharfschützen in Ruhe. Vielleicht kann die Klebergranate den Dampf neutralisieren. Ah, wir sind im GCPD. Oh ne. Ist Geld. Altersgeld. Gaunerwäsche. Gaunerei. Geldwäsche. Geldwäsche oder Gaunerei. Auch nicht. Dann keine Ahnung. Ist mir auch egal. Es ist nicht Bane, aber einer seiner Männer. Derselbe, den ich beim Aufstand in den Zellen gesehen habe. Ich sollte seine Leiche scannen.
Ich sollte die Leiche mit meinem Beweisscanner überprüfen. Das Opfer wurde mit einer Chemikalie besprüht, die seine Physiologie verändert hat. Ich muss mir den Obduktionsbericht ansehen, um mehr herauszufinden. In diesem Computer sollte der Obduktionsbericht gespeichert sein. Interessant. Das Opfer nahm eine starke Mischung, ähnlich der Droge Venom, bevor es starb. Es ändert den Muskel- und Knochenaufbau des Süchtigen und verschafft ihm eine außergewöhnliche Stärke. Was auch immer genau diese Mischung ist, sie reduziert die geistigen Fähigkeiten auf verschiedene Arten, einschließlich schwerer Gedächtnisschäden. Auf lange Sicht kann es das Gedächtnis ernsthaft beeinträchtigen. Banes Peilsender. Dann sind wir wieder raus. An alle verfügbaren Einheiten. Uns wurden Schüsse in der Nähe des Royal Hotel gemeldet. Laut Zeugen kämpfen zwei bewaffnete Gruppen anscheinend um chemische Waffen. Alle verfügbaren Officer sofort zum Einsatzort. Chemische Waffen. Das sollte ich mir ansehen. Bird. Wow, eine Meisterleistung. Aber natürlich klettert man aus dem Wasser hier oben. Ja, das ist normal. Ich sollte mich zu Bane auf den Weg machen, bevor ich das Signal verliere. Zentrale, hier Officer Meyer. Unfall mit Fahrerflucht direkt vor der Wache. Sieht aus, als wäre es einer von unseren Jungs. Anfrage registriert. Alle verfügbaren Einheiten sind unterwegs. Sobald jemand zurückkommt, schicke ich sie zu ihm. Das sollte ich mir ansehen. Unfall mit Fahrerflucht direkt vor dem Revier? Das ist kein Zufall. Er ist leichtgescannt. Wie immer. Er ist abgenippelt. Das Opfer ist Nate Ramo, ein Mitglied der SWAT-Abteilung. Seine gesamte Einheit wird gerade von der Dienstaufsicht untersucht. Was er wohl hier gemacht hat. Hier sind wir. Scheint, als sei er von dem Fahrzeug ein ganzes Stück weit geschleudert worden. Mit Hilfe der Blutspuren kann ich die Aufprallstelle ermitteln. Hier wurde Ramo getötet. Die Spuren deuten auf eine erhöhte Fahrgeschwindigkeit hin. Aber der Winkel der Blutspritzer zeigt, dass der Fahrer die Kontrolle verlor und das Auto schlingerte. Ui. Ich sollte untersuchen, ob er sonst noch etwas gerammt hat. Die chemische Analyse weist auf eine bestimmte Marke von Lack hin. Das ergibt Marke und Modell des Autos. Der Vergleich dieser Daten mit der Liste seiner Teamkollegen ergibt einen Namen: John DeMarco. Zeit, ihm einen Besuch abzustatten. Und der ist. Wo ist er?
Oh, hier, gleich daneben. Wir sind fein raus. Sie haben sich auf die Wache geschafft. Fein raus? Du hast ihn direkt vor dem verdammten Revier überfahren. Die werden sich total darauf stürzen. Und dann auf uns. Wenn er Tonbänder oder so hinterlegt hat, eine Art schriftliches Bekenntnis, das ist übel. Ich habe seine Wohnung durchsucht, nachdem ich ihn erledigt habe. Alles sauber. Er könnte irgendwo was versteckt haben. Und wenn schon. Er kann ja niemandem sagen, wo es ist. Wir müssen nur cool bleiben und den Mund halten. Ich hoffe, du hast recht. Ich weiß, dass ich recht habe. Digga, was macht ihr auf einem Dach? Wer hast du... Der Arsch ist gepanzert, ey. Hui. Hui. Warum, DeMarco? Warum hast du Raymo getötet? Die Dienstaufsicht hatte nicht genug in der Hand, aber der Junge hat Schiss gekriegt. Hat einen Deal gemacht und wollte reden. Verräter. Mit den Drogenvorwürfen hättest du ein paar Jahre gekriegt. Aber jetzt? Mord heißt lebenslänglich. Das werden wir ja sehen. Bei den Beweisen, die ich gefunden habe, wird die Jury nicht lange für ein Urteil brauchen. Beweise sind schon komisch. Sie neigen dazu, zu verschwinden. Nicht in diesem Fall. Alfred, lass das GCPD wissen, dass Ramos Mörder geschnappt wurde. Ich schicke dir die Aufzeichnung des Geständnisses. Der Rest der Einheit geht mit ihm runter. Geschlossen. Gut. Bird. Oh. Ich dachte vorm Hotel. Aber es ist tatsächlich hier hinten. Na gut, dann schauen wir uns das Ganze mal an.